Okay, in diesem letzten Abschnitt zur Wärmeleitungsgleichung wollen wir jetzt die Diskretisierung, die wir im letzten Abschnitt kennengelernt haben, einfach mal implementieren und das Ganze einfach auf dem Rechner ausprobieren. Und ich möchte das wieder in dem Online-System tun und ja, ich werde Ihnen dann auch wieder die entsprechenden Dateien dazu zur Verfügung stellen. Okay. Gut, schauen wir uns das an. Wir wollen also lösen die Wärmeleitungsgleichung. Hier ist nochmal die Wärmeleitungsgleichung in der Form, in der wir sie tatsächlich nutzen wollen. Wir suchen eine Funktion u mit der Eigenschaft, dass minus u2' von x gleich s von x ist, mit den Randbedingungen u von 0 gleich u von 1 gleich 0 und wir suchen die Funktion u auf dem Intervall auf dem Intervall von 0 bis 1. Und s von x ist dabei bekannt. Das ist die Wärmeenergie, die eine Kerze, die unter dem Intervall, also unter dem Draht, den wir uns vorstellen, steht, in diesen Draht einbringt. Okay, gut. Wir haben eigentlich schon alles gesehen, was wir tun müssen. Wenn wir eine approximative Lösung erhalten wollen, dann teilen wir dieses Intervall von 0 bis 1 auf in n gleich lange Intervalle und an den Enden dieser einzelnen Intervalle versuchen wir jeweils Approximationen für unsere Funktion u zu finden. Das führt uns auf die Lösung eines großen Gleichungssystems, oder zumindest mal auf die Lösung eines Gleichungssystems. Auch das haben wir bereits gelesen. Und wir müssen einfach nur ein Gleichungssystem lösen mit einer linken, die auf der linken Seite steht, eine Matrix mit Zweien auf der Hauptdiagonalen, minus 1 auf den beiden Nebendiagonalen. Ansonsten besteht die ausschließlich aus Nullen. Und die rechte Seite, da steht ein h² mal s von xk. Und diese xk, das sind diese einzelnen Punkte, an denen wir die Approximation berechnen wollen. Ja, das ist genau das, was wir mit dem beim letzten Mal aufgehört haben. Okay, das heißt, wir wollen das jetzt in Python in diesem System implementieren. Und oben habe ich erst nochmal, das ist immer eine gute Idee, oben erst nochmal die ganzen Angaben, die wir haben, nochmal reingeschrieben, also im ganz normalen Fließtext. Diese Standarddefinition ist das, was wir oben immer drüber schreiben. Bei Python gehe ich gar nicht mehr drauf ein. Dann, was haben wir? Wir wollen lösen auf dem Intervall 0, 1. Das heißt also, es ist a gleich 0, b gleich 1. Wir nehmen an, die Kerze steht bei z gleich 0,5 und die Flamme hat eine Breite von 0,1. Das heißt also, da in diesem Bereich wird eine feste Energie eingetragen in den Draht. Und ja, das heißt, dass S von x, also unsere Quellenergie, die an der Stelle x eingebracht wird, ja, die ist 0, wenn bei x kleiner als 0,4 und es ist 0 bei x größer als 0,6 und dazwischen soll es gerade 1 sein. Okay, gut. Zunächst mal zeichnen wir uns diese Quellfunktion und da sehen wir, das ist tatsächlich das, was wir erwarten. Ja, also wie viel Energie wird eingebracht? In diesem Bereich wird überhaupt nichts eingebracht. Dann wird hier vorne eine konstante Energie 1 eingebracht. Und anschließend ist die Energie wieder 0. Das heißt, wir stellen uns vor, hier vorne steht die Kerze und da wird Temperatur eingebracht. Das heißt, da wird erhitzt. Okay, das ist genau das, was wir uns vorstellen mit dem 0 und 1. Also diese Konstanten haben natürlich überhaupt keine Bedeutung, denn wir haben zwischendurch mal einfach alle Konstanten auf 1 gesetzt. Das heißt, eine physikalische Interpretation der Größenordnung haben wir natürlich nicht mehr. Ja? Also wir können also jetzt auch genauso gut hier alles auf 0 und 1 setzen. Okay, gut. Zunächst mal wollen wir das Gleichungssystem erzeugen. Und das Gleichungssystem soll so erzeugt werden, dass wir groß n minus 1 Zwischenpunkte setzen. Also genau wie wir das vorhin gemacht haben. Wir erzeugen insgesamt Punkte von x0 bis x groß n. Und das bedeutet, wir bekommen eine n minus 1 Kreuz n minus 1 Matrix. Das heißt also, ich werde anfangen, indem ich hier vorne eine n minus 1 Kreuz n minus 1 Matrix erzeuge. Ich habe eine rechte Seite, right-hand side. Das ist ein Vektor der Länge n minus 1. Alles genauso, wie wir das vorhin hingeschrieben haben. Dann die x-Koordinaten der Punkte, an denen wir die Approximation ausrechnen wollen. Ja, die sind gleich verteilt im Intervall von a bis b, aber diesmal die Enden ausgeschlossen. Und das mache ich so, indem ich hier tatsächlich erstmal
die alle Punkte erzeuge, also mit A und B, und dann hier vorne einfach den ersten und den letzten Punkt rausnehme. Ja, und dann hat x tatsächlich diese Innenpunkte. Das heißt, in x stehen jetzt die Koordinaten der inneren Punkte. Das kann man halt noch zum Zeichnen gut verwenden. Okay, dann in der Matrix schreiben wir auf die Hauptdiagonale 2. Okay, das ist genau das hier. Wir schreiben auf die Nebendiagonalen minus 1. Das ist genau das hier. Also erst auf die obere Nebendiagonale, dann auf die untere Nebendiagonale. Ja, also für jedes i ist ii plus 1, ist der Punkt rechts daneben. Ii minus 1 ist der Punkt links daneben, der Eintrag links daneben in der Matrix. Und ja, das können wir natürlich außer in der ersten und letzten Zeile, da können wir das nicht machen, weil in der ersten Zeile, da gibt es von der Hauptdiagonalen keinen linken Nachbarn und in der letzten Zeile gibt es von der Hauptdiagonalen keinen rechten Nachbarn. Okay, das heißt, die Matrix sollten wir jetzt haben und die rechte Seite, die berechnet sich als S von xi mal h Quadrat. Das h Quadrat habe ich in der Herleitung letztes Mal vergessen. Ich habe im Grunde alles mit h Quadrat multipliziert und hier habe ich es jetzt richtig gemacht. Hier ist es dann tatsächlich drin. Ja. Okay, gut. Und das geben wir anschließend zurück. Und das testen wir nun erstmal aus. Das heißt also, wir nehmen erstmal ganz wenige Punkte, drei Innenpunkte. Das heißt also x0 bis xn. x0 ist a, x4 ist b. Drei Punkte liegen dazwischen, für die wir Approximationen ausrechnen wollen. Und zunächst mal erzeugen wir uns diese x-Vektoren, die Matrix und die rechte Seite. Und wir geben mal alle nacheinander aus. Das x, jawohl, die inneren, wenn wir drei Innenpunkte verteilen, dann ist das erste 0, lassen wir weg, ist der linke Rand, 0,25, 0,5, 0,75 und dann kommt 1, ist der rechte Rand, lassen wir wieder weg. Dann haben wir drei Innenpunkte, an denen wir tatsächlich Approximationen erzeugen wollen. Okay, das ist richtig, das hier können wir verstehen. Dann die Matrix sollte eine 3×3-Matrix sein. Auf der Hauptdiagonalen sollen 2 stehen, jawohl, das ist so. Auf der Nebendiagonalen, auf den beiden Nebendiagonalen sollen minus 1 stehen, das ist auch so. Und ansonsten soll 0 da sein. Okay, das ist jetzt ein kleines Beispiel, aber immerhin funktioniert es. Dann in der rechten Seite, da soll im Wesentlichen unser S stehen, noch multipliziert mit h Quadrat, aber im Wesentlichen steht da unser S. Und unser S ist in der Mitte 1 mal h Quadrat und ansonsten am Rand ist es 0. Und da sehen wir ja wohl, das ist auch hier der Fall, dieser mittlere Punkt hier vorne, also bei 0,5 haben wir den Wert 0,0625 für den Vektor und bei 0,25 haben wir den Wert 0, bei 0,75 haben wir den Wert 0. Okay, das ist alles genau so, wie wir uns das vorstellen. Sind jetzt sehr wenige Punkte, ja, aber wir wollen jetzt erstmal nur sehen, dass das tatsächlich überhaupt funktioniert. Okay, gut, dann müssen wir jetzt das Gleichungssystem lösen. Ich nenne die Matrix mal A, die rechte Seite B, wie wir es immer machen. Dann müssen wir das Gleichungssystem A mal U minus B ausrechnen. Die Lösung des Gleichungssystems A mal U minus B ausrechnen. Und wie macht man das? Ja, am einfachsten mit Gauss-Elimination. Und die brauchen wir hier nicht extra zu implementieren. Ja, das macht hier wenig Sinn. Wir nehmen einfach eine Implementation, die Python schon vordefiniert hat. Später werden wir uns ein bisschen genauer das anschauen. Und das ist einfach ja, linalg.solve, bedeutet einfach nur, löse ein Gleichungssystem mit einer Matrix und einer rechten Seite. Nenne das Ergebnis U. Und wir gucken uns an, das Ergebnis, das in diesem Fall rauskommt, ist 0,03, 0,06, 0,03. Was mir daran zumindest schon mal gefällt, ist, dass es überhaupt symmetrisch ist. Ja? Also wir haben unsere Kerze ja in die Mitte gestellt. Das heißt, wir erwarten, dass die Temperaturverteilung auch symmetrisch ist. Und das scheint hier zumindest auch zumindest mal für dieses ganz einfache Beispiel auch der Fall zu sein. Dann möchte ich abtesten, ob diese Lösung, die ich denn habe, tatsächlich auch das Gleichungssystem erfüllt. Das heißt, ob gilt A mal U gleich B, also Matrix mal Vektor, der Lösungsvektor, den wir ausgerechnet haben, ist die rechte Seite. Wenn ich das hinschreibe, dann sieht es zunächst mal ein bisschen komisch aus. Also ich rechne, also dass wir also Matrix Punkt dort von U minus RHS ist gerade A mal U minus B. Wir erwarten, dass das 0 ist. Tatsächlich ist es nicht exakt 0 und da kommt wieder zum Tragen, das, was wir schon mal bemerkt haben, Rechner rechnen nicht genau. Das heißt also, es wird nicht genau A mal U gleich B sein, sondern das Ganze wird einen kleinen Fehler haben
Und ja, das sehen wir einfach. Ich habe hier einfach jetzt mal nicht das a mal u minus b ausgerechnet, sondern ich habe mir einfach mal die Norm davon ausgehen lassen, geben lassen. Wir erwarten natürlich, die Norm ist 0. Tatsächlich ist die Norm 10 hoch minus 18. Naja, also das liegt in der Größenordnung dessen, was wir erwarten müssen. Ja, Sie erinnern sich vielleicht noch, die Rechengenauigkeit liegt so ungefähr in der Größenordnung 10 hoch minus 16. Dann ist das sogar ein bisschen besser vielleicht als das, was wir erwartet haben. Okay, das heißt also, das Logo im Rahmen dessen, was der Rechner kann, ist das tatsächlich eine vernünftige Lösung. Jetzt sind es natürlich viel zu wenig Punkte. Ja? Die Frage ist, warum nehmen wir nur 3 Punkte? Wir müssen es ja nicht per Hand ausrechnen, also lassen wir das den Rechner machen und setzen mal n gleich 1024. Was immerhin schon mal bedeutet, wir bekommen ein 1024 mal 1024 Gleichungssystem. Das heißt also, die Matrix hat 1 Million Einträge. Und aber wir machen ansonsten genau wie dasselbe wie gerade auch, nämlich wir erzeugen erstmal den Vektor der x-Werte, die Matrix und die rechte Seite. Wir lösen das Gleichungssystem und in diesem Fall wollen wir gleich mal die Temperatur gegen den Draht plotten, das heißt also die Temperatur einfach zeichnen. Okay, gut. Das heißt, mache das hier einfach mit plt.plot von x und u. X sind die x-Werte hier unten, u sind die Temperaturwerte. Naja, und wir sehen, es ist so ziemlich das, was wir erwarten. In der Mitte bei 0,5 ist es am heißesten. Ja? Also da ist der Einfluss der Ränder am geringsten. Und ansonsten wird das tatsächlich hier, ansonsten mehr oder weniger stetigen Verlauf. In der Mitte ist es halt heiß und zum Rand hin wird es langsam kühler. Bis auf die 0 Grad, die wir hier vorne angegeben haben, auf die wir das am Rand halt abkühlen. Ja? Das heißt also, erstmal sehen wir natürlich, unsere Randbedingungen hier vorne sind erfüllt. Und insgesamt sieht das Ganze zumindest mal sinnvoll aus. Ich habe das hier mal sogar ein bisschen annotiert. Also ich habe hier so einen Titel drüber gemacht und hier auch die Seiten ein bisschen beschriftet. Das macht durchaus Sinn, wenn man eine Aufgabe abgibt, dass man das tut, dass jemand, der drauf guckt, weiß, was da eigentlich gezeichnet wurde und Sie vielleicht auch in 2 Wochen noch wissen, was diese Figur eigentlich bedeutet. Okay, wir können jetzt natürlich nicht abschätzen, ist das tatsächlich eine korrekte Lösung oder ist das eine gute Approximation für die Lösung, weil wir nicht wissen, wie die echte Lösung aussieht. Im Verlauf der Vorlesung, vermutlich eher ganz am Ende der Vorlesung, werden wir tatsächlich zeigen, ja, das ist eine gute Lösung und wir können sogar ein Maß für den Fehler, den wir hier machen, angeben. Also für den Fehler, den diese Näherung, die wir hier haben, die wir hier angegeben haben, hat. Für diesen Fehler können wir eine Abschätzung angeben. Aber wir können was anderes tun. Und zwar erwarten wir ja zumindest mal, wenn wir das n immer größer machen, dann wird die Approximation immer besser. Ja, das war so die Idee beim letzten Mal, als wir diese Diskretisierung hergeleitet haben. Okay, das bedeutet aber, wenn ich zum Beispiel jetzt statt 1024 Punkte 10.024 Punkte nehme, oder ich glaube, ich habe jetzt 10.240 Punkte, dann würden wir annehmen, dass sich nicht mehr allzu viel tut. Ja, also dann müssten ja beide relativ gut sein, beides müssten gute Approximationen sein, das wäre vielleicht doch eine hohe Zahl schon. Und dann würden wir auch erwarten, dass die beiden sich nicht mehr allzu stark voneinander unterscheiden. Und zumindest das können wir einfach mal tun. Und ich möchte erstmal was anderes tun. Ah, genau. Erstmal möchte ich was anderes tun. Nämlich, das hier ist natürlich ein bisschen langweilig. Ja? Die Kerze steht in der Mitte. Und wir könnten uns fragen, was passiert denn, wenn wir die Kerze zur linken Seite schieben? Und das habe ich hier mal gemacht. Ja? Und wenn wir die Kerze zur linken Seite schieben, passiert auch genau das, was wir erwarten. Nämlich hier vorne bei 0,25, wo die Kerze jetzt steht, wird es am heißesten. Dann wird es hier langsam kälter bis 0 Grad. Und hier auch kälter bis 0 Grad. Naja, und ja, hier ist es halt weniger steil als hier. Das ist genau das, was man erwartet. Okay, gut. Und jetzt möchte ich das machen, was ich gerade angekündigt habe. Nämlich, ich möchte mal die Anzahl der Zwischenpunkte ganz erheblich erhöhen. Statt 1024 nehmen wir 10.240. Und die Endtemperatur in diesem Fall sieht so aus. Ja. Ich mache also hier, das sind also jetzt immerhin schon mal 100 Millionen mal 100 Millionen Einträge in der Matrix. 100 Millionen Einträge in der Matrix. Das ist eine 10.000 mal 10.000 Matrix.
Und Sie sehen also erstmal tatsächlich, die Gauss-Elimination lässt sich für diese Größenordnung noch völlig problemlos durchführen. Das Ergebnis hier ist eigentlich von dem Ergebnis, das wir vorhin hatten. Ups, welches habe ich jetzt gemacht? Dieses hier. Wenn ich das mit dem hier vergleiche, also der Unterschied ist nicht besonders groß. Das sieht schon sehr ähnlich aus. Das heißt also, auch ohne dass ich das jetzt hier numerisch alles nochmal ausrechne, man müsste jetzt natürlich den Unterschied zwischen den beiden Kurven ausrechnen, mal gucken, wie groß der tatsächlich ist. Aber zumindest rein visuell, ohne das alles zu tun, können wir hier schon sehen, ja gut, unsere Vermutung, dass für großes n das zumindest mal sehr gleich sein sollte und dass sich nichts mehr ändern sollte, wenn wir das n immer größer wählen, das ist auch tatsächlich hier erfüllt. Okay, gut, also was sollten Sie aus diesem ganzen Wärmeleiter, aus dieser ganzen Wärmeleitungsgleichung, was sollten Sie da mitnehmen? Zunächst mal die Lösung von Randwertaufgaben, das ist eine wichtige, sind wichtige Aufgaben der numerischen Mathematik, müssen erstmal lineare Gleichungen gelöst werden. Das heißt, die Lösung von linearen Gleichungssystemen ist ein ganz wichtiger Teil und ganz wichtiger Teil dieser Vorlesung. Die einfachste Methode zur Lösung der Wärmeleitungsgleichung liefert uns eine Matrix mit 2 auf der Hauptdiagonalen und minus 1 auf den beiden Nebendiagonalen. Diese Matrix wird uns für ganz viele Sachen als so ein Testbeispiel, als ein ganz typisches Testbeispiel dienen. Wir müssen zum Beispiel zeigen, mindestens mal zeigen, dass diese Matrix überhaupt invertierbar ist. Ja, das, wir haben hier einfach gelöst, aber die Frage ist ja, ist diese Matrix überhaupt invertierbar? Vielleicht gibt es ja noch mehr Lösungen. Ja? Und all das müssen wir halt uns an dieser, werden wir uns an dieser Testmatrix, an diesem Testproblem einfach mal anschauen. Dann sehen wir auch schon, typischerweise sind Gleichungssysteme groß. Lineare Gleichungssysteme sind groß, sind sehr groß. Selbst für dieses triviale Beispiel hier vorne hatten wir, um hier eine vernünftige Auflösung zu bekommen, man kann zeigen, das ist tatsächlich auch wichtig und was ich hier angegeben habe, ist auch tatsächlich so eine Mindestgröße. Da bekommen wir ganz schnell so eine Aufgabe, so eine Größenordnung von 10.000 mal 10.000. Ja, also die Matrix ist 10.000 mal 10.000 Einträge groß mit 100 Millionen Einträgen. Das kann das Gaußsche Eliminationsverfahren tatsächlich gerade noch so. Aber wenn wir jetzt weiter darüber hinausgehen, das muss man manchmal auch tatsächlich tun, dann wird es haarig. Das heißt also, und wir werden uns insbesondere auch anschauen, die Effizienz von Verfahren zur Lösung von linearen Gleichungssystemen. Ja, und das Letzte ist, irgendwie scheint das Ganze tatsächlich zu funktionieren. Und dass das allerdings tatsächlich so ist, das werden wir uns im späteren Verlauf der Vorlesung tatsächlich anschauen müssen.